Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine Mod an, welche 10 neue Deko-Elemente in das Spiel bringt. Und zwar sogar ohne andere zu überschreiben, weil normalerweise ist es ja so, dass hier diese Schilder dann durch neue Deko-Elemente überschrieben und ersetzt werden. Aber diese Mod fügt einfach 10 neue Gegenstände hinzu, die ihr hier jetzt auch wunderbar schon sehen könnt. Die haben auch alle hier ein schönes Vorschaubild, bis auf diese beiden, die sind ein bisschen verbuggt. Da sieht man das Ganze dann nur, wenn man darüber hovert. Aber das ist ja halb so wild. Das Ganze heißt Isla Sorna Scenery Items. Also ich gehe davon aus, dass das vermutlich Items sind, die im zweiten Film zu sehen waren. Könnte ich mir vorstellen. Bei Anlage B. Das hier ist zum Beispiel ein wunderschöner Dinosaurierkäfig. Ist leider sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen kann ich mich nicht mehr so daran erinnern. Aber der sieht ja mal mega detailreich aus. Man sieht sogar den Griff und alles, also der ist wirklich modelliert. Richtig schön gemacht. Cool. Und da hatten wir auch noch einen kleineren, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, einen kleineren Käfig kann man auch noch daneben platzieren. Damit kann man dann so richtig schöne Ingen-Forschungsbasen bauen und ja, wir haben ja sowieso schon solche Ingen-Items. Die kann man dann natürlich auch gut kombinieren mit der anderen Mod. Gucken wir uns nachher dann auch nochmal gemeinsam an, die beiden Mods. Ein Edmontosaurus-Schädel hat man hier auch. Das ist ja auch mal cool, solche Skelette. Sind immer sehr praktisch. Sieht auch super aus. Vielleicht kann man sogar mit der anderen Mod, da gibt es ja noch so ein das Wirbelsäulen-Skelett. Vielleicht kann man die ja kombinieren und in den Käfig hier packen. Dass dann sozusagen ein Edmontosaurus da drin verhungert ist oder sowas. Klingt brutal, aber wäre wahrscheinlich ziemlich cool. Dann haben wir hier noch so ein altes Ingen-Schild. We make your future. Auch super detailreich. So richtig schön dieser heruntergekommene Look mit diesem rostigen. Diese Items sind so gut gemacht. Richtig cool. Aber wir haben noch mehr. Das sind hier diese beiden Verbuggten. Die fügen so schöne Fahne hinzu. Die kann man dann richtig gut für so einen Redwood-Wald benutzen. Einmal ein groß und einmal ein klein gibt es das. Oh, hier sind die sogar ein bisschen größer, die Fahne. Okay. Wenn man dann so ein paar Redwood Trees noch dazu packt, sieht das, glaube ich, schon ziemlich cool aus. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wie man die am besten platziert, weil die ja alle ihre Hitboxen haben. Aber ich denke, man sieht schon ganz gut, in welche Richtung das geht, ne? Da kann man sicherlich richtig gut diesen Wald nachbauen, wo die dann auch die Stegos gesehen haben und sowas im Film. Sieht schon cool aus. Wir haben aber noch mehr. Nämlich haben wir hier noch Kisten. An solchen Kisten kann man auch nie genug haben. Finde ich immer richtig cool. Vor allem, wenn man die dreht, kann man die auch noch richtig gut kombinieren miteinander. Dass das nochmal wie ein größerer Stapel aussieht. Was haben wir denn hier drauf? Auch das InGen-Logo und das Jurassic Park-Logo. Oh, hier auch nochmal so ein Jurassic Park-Logo. Und dann haben wir noch einen Container. Den kennen wir auch schon. Allerdings ist der hier in einer bisschen anderen Farbe. Und eins war da noch. Nee, sogar zwei. Einmal noch so alte Ölfässer oder explodierende Fässer. Finde ich auch cool, dass hier zwei verschiedene Farben genommen wurden. Einmal so ein grünes und ein rotes. Oh, hier läuft sogar das Öl aus. Also die Sachen sind wirklich sehr detailreich gestaltet. Alles so schön verrostet, das Öl läuft aus und sogar hier dieses Vorsicht Brandgefahr-Logo oben drauf oder vorne drauf. Und hier haben wir nochmal einen kleineren Stapel Kisten. Auch im gleichen Look. Aber die sehen auch super aus. Ihr seht schon, ne? Die Items sind wirklich richtig cool. Eine tolle Mod. Aber ich würde sagen, ich installiere jetzt mal noch die andere Mod. Die gibt es nämlich mittlerweile auch als
Non-Replacement-Mod, das heißt, da wird auch nichts überschrieben und dann schauen wir uns mal beide Mods gemeinsam an. So, ich habe die zweite Mod jetzt auch noch installiert. Die heißt übrigens Standalone Scenery Pack 1, ist auch unten in der Videobeschreibung. Und diese bringt 13 neue Gegenstände in das Spiel, ohne irgendwas zu überschreiben. Unter anderem die vier von mir, die ich damals entworfen hatte. Die Hecke, der Zaun, die Bank und der Mülleimer. Und dann dazu kommen noch von Danny Bob die, wie viele sind es? 9 Items, glaube ich. Die hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Hier das Zelt, das Nest, dieses Skelett, Kisten, Container, Fässer, ein Autofrack, ein verlassener Jeep. Und das war's, glaube ich. Also sehr cool, dass der Harlequin, heißt da, hat das Ganze kombiniert, unsere beiden Mods, und hat die rausgebracht, dass die nichts mehr überschreiben und einfach zum Spiel hinzugefügt werden. Und ihr könnt jetzt schon sehen, wie lang diese Liste ist. Wenn man diese beiden Mods installiert, da hat man dann wirklich tolle und viele Baumöglichkeiten. Und ich würde auch fast sagen, dass wir uns jetzt einfach mal ein bisschen austoben. Das macht ja immer am meisten Spaß. Ich mache da jetzt auch kein Speedbuild oder so raus. Wir bauen jetzt einfach mal ein bisschen gemeinsam so eine kleine Engine Base mit diesen tollen neuen Deko-Sachen. Ich würde halt gerne mal ausprobieren, wie das ist mit diesen Käfigen, ob wir da so ein Skelett reinkriegen. Wie groß die sind. Okay, krass. Ja gut, da muss halt ein Dinosaurier reinpassen, ne? Das ist natürlich schon heftig. Aber ich mache hier mal so 2 Käfige hin. Ich weiß dann gar nicht, ob diese Zelte so sinnvoll hier sind. Vielleicht sollten wir dann eher mit so richtigen Gebäuden arbeiten. Da gibt es ja auch ganz schöne vom Spiel an sich. Sowas zum Beispiel wäre cool. Aber mir schwebt da gerade das Ding hier noch im Kopf, weil das sieht immer sehr cool aus in diesem rostigen Look. Das passt ja immer ganz gut zu. Und passend dazu können wir dann auch noch definitiv noch so einen anderen Käfig dahin packen. So einen kleineren. Ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob da wirklich diese... Oh, die kann man da echt reinplatzieren. Das ist ja cool. Oh, aber irgendwie traurig, wenn da so ein Skelett drin ist. Der arme Dino. Oh, das ist ja mega nice gemacht. Gut, man diese Sachen kombinieren kann. Oh, es ist traurig. Liegt einfach so ein Skelett drin. Verhungert in dem Käfig. Vielleicht könnte ich hier dann so ein Schild am Anfang machen. Und dann müssen wir hier nochmal mit dem ganzen Terrain uns ein bisschen mehr austoben. Gerade, dass hier dann so Wege entstehen. Ich werde das jetzt auch nicht mega perfekt machen. Ist halt nur so zum Veranschaulichen, was man da für Möglichkeiten hat. Und ich möchte es halt auch selber ein bisschen ausprobieren. Denk mal, vielleicht werden wir nochmal so ein richtig cooles Parkbauprojekt als nächstes machen. Wenn Mountains of Tacanio fertig ist. Wo wir das dann mal ein wenig genauer machen und ein bisschen sauberer arbeiten. Echt verdammt cool. Ich finde das jetzt schon nice, obwohl ich kaum was verwendet habe von den Sachen bis jetzt. Also man kann da halt noch viele, viele Details unterbringen und einbringen. Gerade auch diese ganzen Fässer und Kisten und Container, das finde ich mega cool. Dass man da jetzt auch verschiedene benutzen kann in verschiedenen Farben und Formen. Es war manchmal ein bisschen aufwendig, muss man sagen. Mit diesem immer rein- und rausklicken. Aber ich will mich nicht beschweren. Die sehen einfach super toll aus, diese Objekte. Guckt euch das an, wie cool das ist. Ich hoffe wirklich, dass da noch mehr Mods rauskommen. Vielleicht mache ich mich da auch nochmal an einem Mod und schreibe den dem Harlequin, dass er die auch als Standalone rausbringt. Weil das ist natürlich das Wichtigste, ne? Dass nichts überschrieben wird. Wenn das der Fall ist, dann ist es perfekt. Wenn das einfach zum Spiel hinzukommt, das ist dann einfach nur nice. Ich platziere jetzt einfach mal irgendwo ein paar Sachen hin, damit das Ganze heruntergekommener aussieht.
Also man kriegt hier wirklich schnell einen sehr, sehr guten Look hin, weil die Sachen einfach so schön aussehen. Ich hier auch noch mal so einen Käfig machen vielleicht. Warum nicht? Und dann könnten wir sogar hier auf diese Seite noch mal ein paar Zelte machen. Würde sogar passen, glaube ich, wenn wir so ein kleines, so eine kleine Station machen mit ein paar Zelten. Die dann vielleicht nochmal die Mitarbeiter irgendwelche Lagerplätze oder so haben. Funktioniert so verdammt gut. Dann hier auch noch ein paar Fässer hin. Ah, wenn ich mich verklicke, dann muss ich leider hier immer runterscrollen. Irgendwie klicke ich immer auf das Schildersymbol. Irgendwie noch Gewohnheit. Weil da ja sonst immer die meisten Scenery-Items waren. Aber ich muss hier auf die Landschaft gehen. Dann geht das auch schneller, weil dann nicht diese Scrollbar dann immer nach oben geht. Dann komme ich da auch schneller wieder zu den Items. Perfekt. So würde es dann aussehen. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen random platziert, aber sieht trotzdem richtig cool aus. Wenn wir jetzt noch einen schönen Wald da drumherum schnell zaubern, dann wird das ziemlich nice sein. Ich mach mal so einen Redwood-Tree-Wald. Ja, den müsste ich jetzt eigentlich noch viel, viel größer machen. Mit einzelplatzierten Bäumen und sowas auch. Noch ein paar kleinere Bäume hin. Das hier dürfte der kleinere sein. So, und wenn wir jetzt diese Fahne nehmen, dann sollte das, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Also diese hier meine ich. Kann man bestimmt auch mega gut kombinieren mit diesen normalen Büschen. Bin ich gleich mal gespannt. Wie ist denn das, wenn ich jetzt den Boden darunter anpinsel? Können wir auch mal eben testen. Ah, das funktioniert auch einwandfrei. Ist natürlich auch cool, ne? Und dann hier auch noch Variation reinbringen kann. Und dann noch mit diesen normalen Büschen kombinieren. Wird das bestimmt richtig nice. Nehmen mal diese hier. Das sieht cool aus. Und jetzt müsste ich hier eigentlich nur noch mal Büsche ziehen. Und dann haben wir jetzt wirklich in kürzester Zeit, ohne Speedbit und allem, ein ganz cooles Lager geschaffen, denke ich. Was ich sehen lassen kann. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ich habe ja auch noch zwei Baryonyx freigelassen, die diese Station für sich erobert haben. Ich finde diese neuen Deko-Sachen echt mega cool. Eine verlassene Engine Base mit alten Dinosaurierkäfigen hier auf der linken Seite und einem leider verhungerten Edmontosaurus-Skelett. Das ist echt traurig. Aber cool, dass man das machen kann. Das ist wirklich nice. Hier dann noch die alten Jeeps. Ein altes, verlassenes Gebäude. Kistenfässer. Noch mehr Käfige. Zelte. Autofracks. Das Einzige, was halt noch ein bisschen stört, ist dieses... Ja, wenn Items sozusagen aus dem Bild eigentlich sind, dass das die
dann komplett verschwinden. Mal gucken, ob da auch noch eine Lösung kommt. Ach, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Weil man guckt ja in der Regel so von Weitem und von außen. Und dann sieht man das ja nicht. Aber Leute, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß und Freude. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.